Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, der Karte in Thüringen, Version 3.1.01. Ja, heute habe ich das Gerät aktiviert und jetzt kann ich es auch kaufen. Ich hoffe, dass ich auch in der Kategorie finde, wo es sein sollte, bei Forstmaschinen. Jo, was ist das? Aha. Also das Gerät haben wir ja bereits und das Gerät soll ich jetzt zulegen. Und zwar, ich habe ja original, hat weniger drin. Ich habe ja blau, ne? Also in Dreh. Vielleicht ein bisschen besser als ein anderes Gerät. Ja. Kaufen. 60.000. Achso, da. Okay. Jo. Okay. Zurück. Muss mal ganz gucken, was das für sein soll. Entschuldigung. Das kaufe ich auch noch gleich. Das ist reine Neugier. Ansonsten haben wir die alten Anhänger hier drin. Zurück. Zurück. Dann werde ich mal gucken. Irgendwann mal das Gewicht umbauen. Von da hinten. Also wenn ich schon mal irgendwo arbeite, dann will ich das Ding von vorne sehen. Und wenn ich den Hals verdrehe, ne? Ne. Anschluss haben wir ja für das Gerät. Ich weiß nicht genau, ob das besser ist oder schlechter ist. Kann ich nicht so sagen, weiß ich nicht. Ich habe es da noch nicht probiert. Aber da war so ein Gerät bei. Das ist wohl so ein amerikanische Karte und der Modder ist auch auf Englisch. Will mal testen. Wie gesagt, das werde ich morgen mal anspielen. Entweder mit meinen Neffen oder alleine, je nachdem. Da ist er da, wenn nicht, dann werde ich es überlegen. Also geschrieben habe ich das, dass er das gerne mal angucken kann. Noch kam keine Reaktion. Aber ich bin guter Optimismus. Dann kann er sich austoben. Große Karte. Wir hatten ihn schon gehabt fast. So, mal gucken, ob ich das Gerät hier annutzen kann. Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Achso, der Fall. Da können wir. Hat keine Kollision, ne? Bei 20.000 ein bisschen realistischer, aber. Bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ja. Oh, ist er weg. Verschwindibus. Vielleicht so, ne? Ist das vielleicht absichert in der Erde verschwindet? Gut, mal aussteigen. Ich habe einen starken Bauern. Irgendwie mag an in die Erde rein, ne?
Straße vielleicht? Ja. Weiche Erde. Ich muss mal anders machen. Und zwar auf dem Gerät oder auf dem Traktor. Dass er da irgendwo ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Da müsste ja zumindest eine Reaktion zeigen, ne? Halt! Aha! Was das nur für eine Funktion haben soll? Häcksle? Ah, vielleicht der, der noch häckseln kann. Gut, auf geht's zum unserem Wald. Es hätte vielleicht nur Baumfräsen gefräst, ne? Jetzt hat er halt, kann auch häckseln. Ist mir nicht ganz lustig, aber ist halt so, ne? Auf geht's! Ja, unser Anhänger steht auch noch da. Das habe ich geliefert. Paletten, soweit ich weiß. Was habt ihr los? Entschuldigung. Ja, ich habe was getrunken. Oh, so kalt war es gar nicht gewesen. Ja, ein bisschen arbeiten so nebenbei, ne? Verwaler macht das auch die. Ist auch aktiviert, kann ich da hinfahren lassen. Oh, das ist eine böse Schanze hier, aber gut, nicht so rasen, dann geht das auch. Ja, die gestrige Folge ist fertig aufgenommen für Sonntag halt. Falls ihr bemerkt habt, ich habe die Samstag und Sonntag vertauscht, beziehungsweise Freitag vorgelegt. Liegt aber daran, dass ich im Grunde richtig aufgenommen habe, nur dass ich mal eine Folge kurz Aufnahme gedrückt habe. Das Symbol war zu sehen. Und da dachte ich, lief die Aufnahme, hatte aber wahrscheinlich gleich nochmal gedrückt und Aufnahme Ende gewesen. Das war eine Aufnahme von, lass es 2 Sekunden gewesen sein, oder eine Sekunde vielleicht. Besten Fall fürs Foto geeignet, aber mehr auch nicht. Und ich dachte, die Folge wäre als vollwertige Folge da. Und hat sie aber nicht bewahrheitet. Dummerweise. So, da sind wir. Die andere Fräse ist ja schon älter. Ja, schau mal. Ich will mal versuchen, mal einen ganzen Baum zu nehmen. Optisch gesehen oder vom Geräusch her ein bisschen besser. Das, wie gesagt, mit Baumstumpf weg, geht ganz gut. Ich finde es sogar ein bisschen besser als die andere. Guck da. Den will er nicht. Dieser die ersten Stümpfe mal so probiert. Oder nicht? Wir gehen mal am Baum ran, ne? Beispiel hier den Zwilling hier.
Hat er bestimmt an Pflanzen. Wahnsinn. Viele Segel. Aber das wäre voll, ne? Dann muss ich gleich mal den Traktor hinstellen. Einstellen. Globaler Markt. Abladen. Mal hier mal Punkt aktivieren. Ne? Ah. Entschuldigung, mal kurz mal. Brennt dahinter. Oh, da wird noch lustig werden. Na gut, okay. Muss ich dann kurz in der Pause mal korrigieren. Stellen wir uns mal hier so hin. Müsste eigentlich die Stämme wegnehmen, ne? Ja, die müssen weg. Damit ich rechts ausscheren kann, damit er nicht im Wege steht bei einer Gelegenheit, ne? Das ist ja das Hauptproblem. Das Wege stehen. Und das wäre dann schlecht. Anführungszeichen, ne? Schlecht. Die Stämme auch einfach wegnehmen mit der Fräse. Wenn er das macht. Der Alte hat es gemacht. Der macht es auch. Als 1000. Das sind 4 Stämme, das sind garantiert wieder bald voll. Sollten wir zum Anfang zum Sägewerk, ne? Aber können wir neue fällen, ne? Platz schaffen für unseren Traktor. Aber ganz gut, das ging. Ein Ladevolumen ein bisschen kleiner. Aber das trifft ja auch die Realität so, ne? Also normalerweise, hier muss ich mal gucken, dass ich den Punkt nehme, der jetzt hier kommt. So. Aber zwar, ne? Hat er wieder einen Punkt genommen von hier, ne? Macht auch nichts, können wir einstellen. So. Gleich voll. So, das nicht. Erstmal Aufnahme Ende. Und da bin. Dann. Ziel. Name eingeben. Wald. Feld 12 erstellen. So, zwar beladen. Ist ja hier Standard, ne? Normalerweise hoch 3. Beladen. Gut, blöd gewählt. Globaler Markt. Erstmal die ganzen Dinger mehr reduzieren. Abladen 2. So, mitfahren. Damit ich den richtigen Punkt auch erwischt habe. Ne? Sonst ist das eher blöd. Ne? Anführungszeichen. Denn mal schauen, was packt, da kommt dann noch hinzu.
Normalerweise so groß ist er ja gar nicht. Traktor ist auch nicht der schnellste, 70 km/h. Guck mal in drin rein, ne? Normalerweise lass ich ihn alleine fahren. Aber in dem Falle fahre ich mit. Weil ich eben nicht weiß, kommt er an und ist der richtige Abladepunkt für alle. Oder muss ich am Kurs was ein bisschen korrigieren, dass er gewisse Hindernisse auch umfahren kann, ne? Ich denke mal, so kann man einen guten Kompromiss. Wir haben Arbeit gefunden, Anführungszeichen. Und wir haben dann ja in Thüringen, können wir dann fleißig Papierfabrik beliefern. Weil da brauche ich viel Hackschnitzer. Vielleicht können wir es auch in den Dreh machen über das Sägewerk, weil das Sägewerk nimmt auch Hackschnitzel an. Das ist kuriose, weil die Produktion von Rollstämmen ist eigentlich die Textur von, eigentlich von Hackschnitzel, aus Ergebnis von Diesel und Heuballen, sehe ich gerade, Diesel und Paletten. Das wäre auch Hackschnitzel. Das heißt, wenn ich das da abkippe, wo jetzt der Abladepunkt ist für die produzierten Holzstämme, da kann ich auch Hackschnitzel abkippen. Dann hätte ich auch Holzstämme. Auf diesen Holzstämmen wird alles mögliche produziert, von Paletten und so. Und auch wieder Hackschnitzel. Also könnte ich theoretisch im Kreisverkehr immer fleißig da was produzieren. Aber in dem Fall mache ich so und dann nachher von da Richtung Papierfabrik. Muss ich mal sehen, dass das nicht vergesse das nächste Mal. Aber ich muss da mal einen Kurs einfahren. Da haben wir schon mal die ersten Probleme. Kleine. Aber er kam durch. Dann muss man sehen, wie er hier durchkommt, ne? Wie er den globalen Markt anfährt. Weiß ja nicht genau, welchen Punkt er genommen hat. Der wäre rechts, wäre ungünstig. Kurz mal gucken lassen. Eins. Nehmen wir eins. Stopp. Stopp. Eins. Eins wäre besser vom Fahren her. Zwei. Ich denke mal, wird es irgendwann Probleme geben, ne? Denke ich mal. Ja, dann musst du links fahren, ne? Der Punkt ist überschritten, denke ich mal. Gut, lassen wir eine Ehrenrunde fahren. Müsste auch nicht funktionieren, dass wenn wir hier mal die Zahlen wegnehmen, denn 2 wäre ungünstig gewesen, also da wäre wahrscheinlich nicht hingekommen, ne? Lange Anhänger und so, das Wort nix. Und gleich einen zweiten Abfahrer nehmen. Ebenfalls programmieren und dann schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ja, jetzt hat er den Punkt erwischt. Nur schauen, ob er abkippt, ne? Langsam abkippt, ist auch ganz wichtig, ne? Gut, das klappt. Jetzt gehen wir zurück zum Hof. 2, 3. Ne, unser Häuschen hier, wo wir schlafen können. Ne? Ich meine, das ist ein Dach über dem Kopf, ne? Sauber und trocken. Alles gut, ne? Wenn man nichts hat. Ich als armer Bauer. So, dann mache ich jetzt mal eine Folge zu Ende. So, Zuschauer, das sollte auch schon vor dir gewesen sein. Sehr schön, danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit
Fachschlüssel. Tschüss.